Hey und hallo zu Sims 3 und dem Inselparadies mit Maya und mit Lee. Und Maya hat sich schon ein Eis geholt ohne uns hier und muss ich sagen, gut. Das war der Grund. Ich habe es nämlich nochmal hoch und runter fahren lassen, hat da bis kurz mal ausprobiert, ob das Spiel jetzt auch diesmal ein bisschen williger ist als das letzte Mal. Die Maya hat jetzt hier also ein Eis gegessen inzwischen und ich glaube, Lee war irgendwie aufs Klo gegangen. Aber das kann sie ja irgendwie gleich mal auch. Ja, und dann würde ich sagen, können die beiden sich jetzt hier an der. Ich finde ja diese Torwand so toll. Was ist denn das hier? Halt mal an, bleib stehen. So, mal gucken. Hini Hashini und die treffen sich ja alle zum Essen und das schon zum Wettessen und ist schon voll. Gut, also lasse ich hier mal Schusswechsel liefern gegen. Ja, guck mal, hier ist Maya. Und ich denke mal, gegen Maya hast du wenig Chancen, weil. Jetzt können wir auch weiterfahren. Weil Maya ist nämlich schon. Die hat nämlich richtig Sportlevel schon, oder? Mal gucken hier. Nee, Maya, das war ja Lee jetzt. Okay, Maya ist nämlich schon Level 9 und Angeln Level 10. Das ist lustig, die. Das wusste ich auch nicht, dass die Meerjungfrauen Angeln Level 10 haben. Das ist wirklich spaßig. So, wenn das Spiel noch weiterläuft, dann haben wir auch Glück und können den beiden noch ein bisschen zugucken bei ihrem sportlichen Ereignis Schusswechsel. Wobei ich sehe gerade, dass sie gar keinen Sport haben dabei. Zumindest aber Sportklamotten. Jetzt leveln sie auch Sport. Mich schon gewundert. Jo, wenn es denn jetzt auch mal weitergeht, so. Tja, das ist natürlich wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass das Spiel dauernd stehen bleibt und so weiter. Man sollte vielleicht etwas tun, wo man das nicht so sieht. Aber ich kann es jetzt auch nicht so richtig ändern. Ich kann aber nebenbei noch was erzählen. Wir sammeln ja, es ist jetzt Sonnabend, am Sonntag sammeln wir das Geld ein aus den Häusern praktisch oder Stränden, alles was wir so gekauft haben. Das Ressort kommt auch noch dazu. Ich würde dann noch einmal Geld ausgeben wollen und noch irgendwie ein, zwei Sachen dazu kaufen. Und zwar diesmal nicht gleich einen Strand, sondern naja, irgendwie sowas wie wegen meines das Krankenhaus oder sowas, irgendwas, was wir uns da schon angeguckt haben. Der Hund ist ja total süß, wa? Wem gehört denn der? Tiffany. Arias. Also, Arias ist hier wahrscheinlich einer von denen hier. Das Ichtaka und Sainz. Kein Arias. Und wer sitzt hier hinten? Gut, also wie gesagt, wir lassen es von dem Hund nicht ablenken. Und dann würde ich nämlich sagen, dann sparen wir mal schön eine Woche. Und dann können wir uns dann endlich mal das nächste Ressort zulegen. Das ist, liegt so mein Plan, das Geld jetzt nicht einfach reihenweise rauszuschmeißen, sondern dann mit einer größeren Summe auch ein neues Ressort zu bauen. Denn die Inseln haben wir ja schon. Ich meine, auch wenn wir jetzt noch nicht alle Inseln haben, aber wir haben zumindest schon Platz, um diese Ressorts zu bauen. So, die beiden haben schon gewechselt hier, ohne dass ich das irgendwie mitgeschnallt habe. Und, ja, weiß ich nicht. Ist sie jetzt gut oder ist sie jetzt nicht gut? Ich habe nicht aufgepasst, ob sie jetzt Tore schießt. Der Hund, der stört hier unser so Leckerli, gibt sie ihm. So, Maya spielt nicht mehr. Das ist ja toll. Wie spät ist das? 21.30 Uhr. Übrigens hat das Fest hier auch aufgehört inzwischen. Können die Sims eigentlich nach 20 Uhr auch ins Kino gehen? Ich weiß das jetzt gar nicht mal. Nächste Vorstellung morgen um 12. Also hat sich das auch erledigt. So, Sims-Movies wollen wir auch nicht unbedingt. Wir wollen jetzt mit unserem Auto nach Hause fahren. So, jetzt geht das irgendwie gemeinsam, oder? Ich weiß nicht, wenn ich hierauf klicke, sage ich ihr, die will nach Hause fahren. So, klicke ich hierauf. Nee, ich da kann. Dann ist das nicht unser Zuhause. Schön, wo sind wir denn zu Hause, wenn ich mal fragen darf? Ah, da drüben. So. Ne, Hausboot bewegen, Hafen verlassen und so weiter. Ich kann hier nur, ich kann nicht irgendwie sagen, dass ich, jetzt hat sie noch ein Eisgurt, das ist nur am Automaten. Nach Hause gehen. Ja, geht sie jetzt alleine nach Hause oder? Vielleicht sollten wir noch eine Gruppe gründen. Dann geht sie garantiert mit.
Wollen wir das mal machen? Was macht sie hier? Händchen halten, oh, das ist ja schön. Gehst du jetzt zu Maya, dann sehen wir die ja gleich. Wo ist sie denn? Wie steht's denn eigentlich mit der Müdigkeit hier bei Lee? Es geht so. Bitten, Verabredung zu beenden, ist ja doof. Abby Herc. Ach, brauchen die gar keine. Haben die schon eine Gruppe gegründet? Denn das steht ja hier weiter nicht. Also gehe ich mal davon aus. Nein, wir wollen nicht die Verabredung beenden. Ihr könnt mal ein bisschen schmusen, habt ihr heute noch gar nicht gemacht. Und dann, jetzt klickt's nicht. Jetzt klickt's doch. Los, dann kannst du sie küssen und dann fahrt ihr alle nach Hause. Ich mach mal auf nach Hause, mal sehen, ob sie da einfach mitgeht. Das müsste ja eigentlich irgendwie klappen. Wobei wir das Klo hier in der Öffentlichkeit auch für Techtelmechtel hätten verwenden können. Denn das mögen die Sims ja auch. Gut, der Plan steht für die nächste Woche mit dem Geld und ja, und dann weiß ich nicht, haben wir eigentlich Geld gekriegt dafür, dass wir arbeiten gehen? So, das coole Auto. Wird die Maya mit einsteigen? Ja, sie steigt mit ein. Super. Also ich finde das Ding Hammer. Ich würde vielleicht noch mal umlackieren. So, sie hat ihn im Inventar. Stellt sie ihn eigentlich? Ich glaube, von alleine stellen die ihn auch nicht auf den Parkplatz da, auf dem Dach. Das gilt es eigentlich gleich mal nachzugucken. Aber ich, da ist er. Super. Das ist ja echt top. So, ich würde sagen. Was machen die beiden jetzt? Mal gucken kurz und dann, naja, müde ist sie ja auch. Und wie geht's denn eigentlich mit dem Job? Muss sie morgen auch zur Arbeit? Oder sie muss heute zur Arbeit? Gott, die kriegen sich ja gar nicht ein. Wie geht's denn eigentlich hier unserer? Sie hat Hunger. Ich glaube, die haben Techtelmechtel jetzt erstmal. Gut, dann lasse ich sie mal kurz machen und dann, ja, ist ja schön, wenn sie sich so lieb haben. Also ich finde das ja ganz cool. Aber die Zeit ist ganz schön fortgeschritten, ihr Lieben. Ihr müsst irgendwie doch. Naja, ins Bett müssen sie nicht mehr, da sind sie ja schon. So, und dann kicken wir mal, hat Lee eigentlich noch irgendwelche Reste? Ja, hat sie Gemüserollen. Die können sie jetzt essen und dann haben wir hier bei. Wir müssen unbedingt tauchen gehen, weil ich glaube hier unser Seetang geht auch zu Ende. So, halt. Halt mal an hier mit der Schlaferei. Das gefällt mir irgendwie nicht, dass sie jetzt hier einfach schlafen, sondern die sollen machen, was sie. Hab ich jetzt direkt bei Lee geklickt. So, jetzt muss ich ja richtig aufpassen. So, dreimal Seetang müsste reichen, um satt zu sein. Sie macht uns das Bett hier, weil sie ordentlich ist. Ja, lauf mal erstmal rum, mach mal das Bett. Wie sieht denn das aus? Gut, dann wollen wir mal gucken, wie sie sich danach fühlt. Bewässerung bräuchte sie auch. Also Maya, die kann noch nicht schlafen gehen. Also müssten wir ja mit Maya hier nochmal. Was mache ich denn jetzt hier? Schnorcheln mit ihr oder so? Ist das Maya? Ja. Gut. Wo ist sie? Ach, sie war jetzt hier bewässern. Zumindest war sie da. Also mit dem Essen, das hat noch nicht geklappt. Sie muss mehr. Das ist ja schon das vierte Seetang-Ding und das fünfte. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Na komm, du sollst ein bisschen schnorcheln hier. Ist doch gar nicht so schwer. Ah, das macht sie da vorne schon. Jo, ich glaube, Lee, bist du jetzt fertig mit allem? So, Lee kann schlafen, die muss auch dann zur Arbeit. Bei Maya ist es nicht ganz so schlimm. Maya muss nicht arbeiten, die kann auch den ganzen Tag pennen, wenn es sein muss. Gut, müssen wir es mal gucken bei der Bewässerung.
Ich finde es auch erstaunlich, dass sie, wenn sie schnorchelt, nichts findet, ne? Wir werden zwar Autos gelöscht ohne Ende, aber wir finden nichts. Aber sie hat Spaß. Und das ist ja schon mal wichtig. Warum läuft sie denn wieder raus? Nein, ach, hat sie jetzt gegessen? Nein, hat sie auch nicht. Sie hat alles abgebrochen. Das versteht einer. Gut, dann werden wir in dieser Folge auf alle Fälle uns nochmal umtun mit dem Geld morgen, was wir kriegen und auch mal beobachten können, was wir denn für die Strände so einsammeln. Finde ich schon interessant. Ist ja nun mal der Anfang von unseren gekauften Immobilien. Nachdem wir jetzt hier richtig. Maja, du bist noch nicht fertig. Gut, es wird reichen für morgen. Sie hat einfach keine Lust mehr und ich gebe ihr nochmal hier diesen Seetang. Also ich höre, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht hören, ich höre irgendwo hier ein UFO. So, aber wo ich es höre, das kann ich auch nicht sagen. Ich sagte, das steht in der. Du hast jetzt geh mal nach Hause. Gut, jetzt ist ja das UFO auch hier landet und da kann ich leider. Da! Seht ihr das? Mal gucken, ich glaube, auf der Karte sehe ich das auch. Da! So, jetzt können es alle hören. Jetzt habe ich sie wieder verloren. Es muss hier irgendwo sein. Hier. Da oben ist es. So, also ist hier unten. Da ist der Außerirdische. Mach mal Stopp. Ist der jetzt hier rübergegangen? Da ist er. Hab ich doch gehört, sag ich doch. So, Maya scheint zu schlafen. Ansonsten wäre der Film nicht schnell gegangen jetzt. So, das ist Azuvuk Palaxik. Palang und so weiter. Ja gut, wir wollen es gar nicht weiter probieren im Aussprechen irgendwelcher außerirdischen Namen. Aber ich würde mal beobachten, was sie hier macht. Ich sag mal sie. Gibt irgendwas ein in ihren Computer oder weiß der Geier. So. Aha. So, und scheint hier irgendwie ganzen Sachen zu beobachten. Wo ist er denn jetzt aus unserem Blickfeld irgendwie rausgehopst? Ah, da, das Ding. Jo, das ist cool, das kann man auch kaufen. Und das kann man auch hier kaufen, weil ich habe ja bereits Into the Future und da kriege ich das Ding auch gekauft. Also das haben wir locker auch, also kein Problem. So, jetzt lass mal die Bienen noch ein bisschen schlafen. Nämlich bis sie aufgewacht sind. Und dann müssen wir mit der Lee auch schon wieder zur Arbeit. Wie geht's ihr Hygiene? Naja, so lala. Wieso bin ich denn jetzt nicht weitergefahren? Ah, so, da haben wir Ressorteinnahmen. 34.876. Ja, die holen wir heute schon mal ab, weil die brauchen wir ja nachher. So, 55.000 haben wir schon. Ich glaube, so viel kriegen wir jetzt auch nicht mehr. Wie spät ist es? 8:07 Uhr. Sie hat noch Zeit. Gut, wenn du Zeit hast, dann gehst du mal hier rein. Das kannst du nachher auch nicht gebrauchen. Damit haben wir dann Hygiene und pinkeln müssen, haben wir dann auch weg. Und dann würde es eigentlich lohnen, hier nochmal einen Snack zu essen. Ich glaube, eine Dosensuppe finde ich ganz cool. Und die Zeit reicht uns dann auch noch aus. Die Nachbarn haben Korallen auf der Terrasse zu stehen hier vorne. Oh, guck mal, der hat da was reingepackt. Hast du gesehen? Ein richtiges Paket. Ja, was mich jetzt interessiert. Da läuft er. Stopp. So, jetzt haben wir nämlich meinen Namen. Werner Ulrich ist das. So, und dass der Werner heißt, wissen wir ja schon. Aber Ulrich, aha, jetzt können wir demnächst auch Werner Ulrich besuchen, wenn wir wollen.
Gut, jetzt fahren wir weiter, weil irgendwie interessiert mich, Lee ist jetzt und dann gehst du mal zum Briefkasten und holst mal die Post. Ach, hoffentlich schaffen wir das alles mit der Zeit noch. Das wird ja ziemlich knapp, ne? So, und dann kicken wir nochmal in die Immobilienangelegenheiten. Immobilie ansehen. So, und dann erfahren wir ja auch, was die Strände so abwerfen. Beziehungsweise unser tolles Kino. So, Lee geht's richtig blendend heute, möchte ich mal sagen, ja. So, du hast noch ewig Zeit, Mädel. Lass dir ruhig Zeit, ist nicht schlimm. So, was gibt's denn? Eine glitzernde Lieferung vom Juwelier. Ein Ovalschliff vom Smaragd. Und Post. Ein Geschenk von Carolina erhalten. Auf dem baldigen Zettel steht: Ich habe an dich gedacht und war der Meinung, dies könnte dir gefallen. Ruf mich an. So, dann stehen wir ja ganz schön da. So. Jetzt muss ich mal kicken. Sims Movies. Hier ist nur der Verkaufspreis. Und wir lesen leider nicht. Verkaufen? Nee. Auf diesem Grundstück sind keine nicht eingesammelten Gelder verfügbar. Ach so, das kann sein, dass es erst ab 10 Uhr ist oder so. Jedenfalls ist es sonntags. Gut, dann machen wir mal einen Haken dran, dann geht es wieder weg und ja, noch sind wir nicht bei der Arbeit. Aber wir können gerne mal gucken. Ist das jetzt in deinem Inventar? Zeig mal hier. Ne, hier ist der Schliff. Wie? 40 Simoleons hat der jetzt gekostet, der jetzt? Toll. Toll, hat sich gelohnt. Aha, wir müssen also in den Kaufmodus und gucken mal, was. Und zwar hier ist unser Familieninventar. Und Carolina hat uns ein Bild geschenkt. Ich klick's mal an. Das hat immerhin 155 Simoleons gekostet. Okay. Was ist denn hier? Wieso hängt das? Eine Miezekatze. Warum nicht? So, was machst du denn jetzt mit dem Teller? Zeig her. Nichts. So, das habe ich nicht geklickt. Was hat die vor? Computerspiele spielen. Es ist 10 Uhr. Fräulein, du kannst zur Arbeit. Ne? Wenn ich mich nicht täusche, bist du jetzt im Dienst. Und da steht es. Arbeit ausführen. So, wir lesen es auch gar nicht weiter vor, weil es ist ein Blödsinn. Haben wir jedes Mal gelesen. Ich habe gedrückt. Arbeit ausführen. Gut. Mal sehen, wo sie heute hin muss. Fahren wir mit dem Auto oder nimmt sie das Boot? Ich meine, wir haben ja beides. Ich bin nicht einmal mehr wie neugierig. Also, sie geht da hoch, also fahren wir mit dem Auto. Gut, aber jetzt läuft unser Spiel auch besser, ne? Also ich das mal aufgefallen. Wir fahren überhaupt nicht mit dem Auto, sie läuft. Das ist auch cool. Grandios. Ich denke hier, die fährt hier sonst wohin und nee, das ist schon klasse. So, nö. Ah, sie geht an unseren bebauten Strand. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier irgendwie. Gut. Oder so, oder so, oder so, irgendwie. Diese Dinger hier sind ja eigentlich gebaut worden. Das stand ja vorher schon da. Das ist ja eigentlich gebaut worden, damit sie sich darauf setzen. Ich weiß nicht, ob sie da sitzen kann, während sie da. Wie kann sie denn ihre Arbeit ausüben? Automatisch gehen, zum Ziel gehen, zum Ziel laufen. Verstehe ich nicht. Soll ich das mal ausprobieren? Ich habe es noch nie gemacht. Laufen. So, sie guckt. Ah, so, wenn jetzt jemand ertrinkt. Hier ist jetzt mal überhaupt niemand. Es ist halt Sonntag früh, ne? Da ist um die Zeit keiner da. Jetzt habe ich das Spiel auch ein bisschen früh gelobt. Oh, jetzt wird's richtig voll am Strand. Guckt euch das an. Boah, die spawnen sogar hier. Oh, die war gestern bei Würstchen essen, sieht man doch. So, könnt ihr mal stehen bleiben? Man kann euch ja überhaupt nicht sortieren. Doch jetzt, ja, die kann man jetzt hier. Olle Irma, ja, das stimmt, die war nämlich gestern da. Dominik Hubbard. Und ist Oma Collins. Und hier ist zum Beispiel,
Na, wie heißt du jetzt? Chandler Scott, die hatten wir ja schon ein paar Mal gesehen und Linda Scott ist, glaube ich, die Mama. Wofür gab es jetzt Geld oder hat uns jemand was abgenommen? Ich habe keine Ahnung. Du brauchst den Stand nicht beaufsichtigen, das machen wir jetzt für dich und dann kannst du dich ein bisschen unterhalten. So, naja, irgendwie ist es ja ganz schön voll geworden hier am Strand. Auch hier mit unseren Sachen hier, was wir hier hinstellen mussten. Die Tische und Bänke und das Klohaus. Na, kleiner ging's dann halt nicht. So, jetzt sollte sie quatschen, aber es ist keiner mehr da zum Quatschen. Weil sie soll auf den Strand auf. Da. Linda ist in Gefahr. So, ne, mach mal hier, rette mal Linda. Was regt sie sich da ewig? Hab ich hier laufen? Warum tut sie es nicht? Doch jetzt, das hat ja wirklich ewig gedauert, da ist ja Linda schon ertrunken. Ach du lieber Himmel, jetzt ist die ganze Familie am Ertrinken. Nee, Oma Collins. So, sie schleicht ins Wasser, weil. Ja, nur die Ruhe. Ja, ach du Glück. Ja, guckt euch das an. Es ist ja wohl nicht wahr, Ole Dominik hier. So, den retten wir auch und dann versuchen wir es dann mit Chandel auch noch ein bisschen nass spritzen, würde ich vorschlagen. So, also erster ist schon gerettet. Mal sehen, wie lange die Sims so aushalten, denn im Endeffekt kann sie es ja kaum schaffen. Es ist natürlich saublöd, dass sie jetzt hier rausläuft, um wieder reinzulaufen. Das ist aber typisch Sims. So, sollte es morgen in dem in dem Spiel keine Chandel Scott mehr geben? Wo läuft sie hin? Ob hier was passiert, wenn ich hier was umstelle? Mal kicken. Denn irgendwie scheint es mit dem Laufen nicht zu funktionieren. So, sie geht schon wieder ins Wasser, weil sie ist schon wieder lustig dabei. Das ist ja wohl ein Ding. So, jetzt ist der zweite gerettet. Also den einen Tag haben wir gar keinen gehabt. Jetzt haben wir hier vier auf einmal. Das ist ja absoluter Rekord. Und Linda wird bestimmt gleich nochmal hier. So, sie kriegt jedes Mal 195 Simoleons. Das lohnt sich ja schon bei euch. Und das, ich finde es trotzdem total bescheuert, dass sie hier. Was macht sie? Retten. Gut. Der ist gerettet. So, Linda haut ab mit ihrem spezial super geilen Boot. Das ist ja auch ein ganz schönes Ding. So, jetzt der nächste. So, die bedanken sich alle, ist ja auch furchtbar nett, aber wir haben jetzt eigentlich keine Zeit. Vor allem müssen wir ewig hier strampeln und schreien. So, der nächste ist gerettet und dann ist jetzt eigentlich nur noch Chandel übrig. Da haben wir mal einfach so auf jeden Schlag 600 Simoleons verdient. Was willst du denn hier, wenn du keinen Sim rettest? Ja, die Alte tut dir hier nie. Sie ertrinkt nicht, sondern sie ist einfach fertig mit Ertrinken. Sie hat keinen Bock mehr. So, dann können wir uns das sparen. Aber ich wollte sie einfach mal anquatschen. So. Glückwunsch hier, Dominik, oder sonst wie. Nee, das wollen wir gar nicht wissen. Und, so, umschalten. Und wo ist das, weil ich es gerade gesehen habe hier und gehört?
Halt mal an, ja. Also wenn die Sims hier so rumlaufen, kann man wirklich überhaupt nicht aufdrücken. So, jetzt würde ich mal sagen, erstmal kannst du sie freundschaftlich begrüßen, weil die wollte ich ja vorhin schon ansprechen. Und letztes Mal, jetzt müsste es ja gut sein mit der Retterei hier. So, und dann hatte ich eigentlich versprochen, dass wir auch mal gucken, was die... Hallo? Ach so, jetzt spricht sie sich an. Ich wollte gerade sagen, warum legt sie sich da hin? Ich meine, die war gerade richtig beschissen zu dir. Du weißt gar nicht, wie jetzt. Naja, aber sie ist halt hier. Gut, kennenlernen und Frage Sinn nach Alter wäre mal eine gute Idee. Und dann, dann habe ich mir gerade überlegt, dass ich ja fast vergessen hätte. So, jetzt gucken wir mal. Zack, Immobilie, einkaufen und so weiter, Voraussetzung. Wie? Keine Aktualisierung. Ich verstehe ich jetzt nicht. Ich bin jetzt der Meinung, dass wir irgendwie das Geld gekriegt haben müssen. Aber wir haben kein Geld gekriegt. Grundstück bauen, Voraussetzung und so weiter. Also hier gab es erstmal kein Geld und haben wir vielleicht noch keine volle Woche mitgemacht. Das kann natürlich sein. Den Imbiss, guck mal hier. Nee, teilnehmen. Aber hier ist auch kein Geld. Also irgendwie stelle ich mich blöd an. Es scheint im Moment noch nichts rausgekommen. Und das haben wir leer gemacht. Das weiß ich hier, die Läden. Und da müsste es ja jetzt auch Neues geben. Wellness Center. Tätowieren lassen, massieren. Gut, also dann habe ich hier alle verrückt gemacht und weiß gar nicht, wann es eigentlich die Kohle gibt. So, ich war immer nur der Meinung, dass es Sonntag war und aber es ist hier nichts Sonntag, wie wir alle sehen können. Ist das umsonst? So, also warten wir weiter und gucken dann mal so jeden Tag. Irgendwann wird es ja dann mal zu Geld kommen. Und dann können wir auch das Ding kaufen. Das machen wir dann halt im nächsten Part. Hier ist übrigens... nee, machen wir noch nicht, weil hier ist nämlich noch einer zu retten. Sie quatscht, aber es ist da... So, wiederbeleben. Und du musst jetzt mal kurz aufhören zu quatschen und kannst das danach weitermachen. So, machen wir das so rum und dann bleiben wir natürlich an den Fragen dran. Wir wollen natürlich auch noch antworten. So, sie ist Schülerin oder zumindest Teenager und muss Hausaufgaben machen. Am Strand finde ich ja schon cool, ja, dass sie da irgendwie Hausaufgaben macht. Sich das mitnimmt, ne? Es könnte ja auch langweilig werden. Achso, sie hat eine Sonnenbrille auf. Ja, gut, habe ich jetzt. So, jetzt kicken wir uns mal Lee an. Da ist sie. Der Typ ist auch wieder aufgewacht und kann ja auch nichts weiter passieren. Und in einer halben Stunde hast du auch Feierabend. Ist denn jetzt Ruhe am Strand? Weil die guckt ja gar nicht mehr. Ja, jetzt ist Ruhe. So, und unser neues Klohäuschen wird auch benutzt. Ich finde das ganz toll. Und sie wartet hier, bis sie fertig ist. Bis Chandelle fertig ist mit Hausaufgaben machen. Das könnte dauern. Was macht denn Maya inzwischen? Maya guckt Fernsehen oder nee, Maya ist am Computer. Naja, ist ja auch nicht weiter so schlimm und hat auch Hunger. Wobei, wir können natürlich Maya von hier aus steuern, weil ich habe ja Zugriff zu ihrem Essen. Komm, Happer, Marische. So, wie geht's ihr sonst? Geht's ihr ganz gut? Und Bewässerung? Naja, ist ja wieder das Thema. Das müssen wir dann doch zu Hause machen. Jutta scheint hier nicht weiter vorwärts zu gehen. Es ist 7:30.
Gut, einmal frei. Jetzt hast du es ja richtig rausgewürgt und dann, musst du dir jetzt besser gehen. Die hört nicht auf mit ihren Hausaufgaben. Die ist einfach zu verschärft. Es ist 19 Uhr sonst was. Wir stehen hier rum. Das macht die doch mit Absicht, oder? Frage Sim nach Alter. Jetzt kommt der Typ schon wieder. Den haben wir heute auch schon gerettet. Kennenlernen. Wir wollen unsere Fragen beantwortet haben. Oh, der hat ganz komische Augen, ne? Seht ihr das? So, Valerie möchte... Hat Maya Lust zu reden? Also, sie wird ja dauernd angerufen, ne? Wie jetzt? Jetzt ist Chandel fertig? Und geht aufs Klo? Gut, Lee benutzt mal diesen Pool hier. Das ist auch ganz schön. Und dann hat sich das irgendwie mit Chandel erledigt hier. Die sitzt auf dem Klo. Begrüßen. Irgendwie total verrückt. Ja, die hat die heute schon begrüßt. Die hat die Mama schon gerettet. So, jetzt kommen sie dann noch zum Gespräch und dann können wir auch mal unsere Fragen beantwortet kriegen hier. Und dann geht's auch ab nach Hause. Es ist 21 Uhr durch. Was denn jetzt geht Lee pinkeln? Na, jetzt geht's ja richtig los. Los, ab nach Hause. Schluss jetzt. Das ist ja... Es ist verrückter wie verrückt. So, bin ja mal gespannt, ob sie es auch läuft. Okay, ich wechsle mal ganz kurz noch einmal zu Maya. Die hat hier irgendwas getan mit Bewässerung etc. und so weiter. Sieht zumindest ein bisschen besser aus. Und mit dem Hunger auch. Okay, Lee ist auf dem Weg nach Hause. Und ich würde sagen, der Part ist hier an dieser Stelle auch zu Ende. Ist schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare und lasst es euch gut gehen. Tschüss.